Das schon? Ja. Willst du auch noch was sagen, Carsten, oder? Ich will erst mal gucken, ob du das alles auch mit dem Zoom richtig da drin hast, dass das auch schön scharf wird. Jetzt findet ihr doch eine alte Sau, ne? Weißt du was? Mit dem Zoom wolltest du es doch haben. Ja, auf jeden Fall. Hier, guck dir das schöne Gesicht an. Was sagen? Horny Report. Horny Report. Weil es immer so lange dauert. Nicht, weil ich immer die Regeln nachgucke, sondern weil der immer scheiße baut. Ja. Nee, ich bin immer auf den Schwan geschoben. Der kann nie nichts sagen. Siehst du, der fängt schon wieder an. Nicht verraten. Nicht. Wie sau ich. Gemein. Deswegen dauert das immer so lange. Schnauzen. Nicht ich bin schuld, sondern er. Ja. Wir hatten noch nichts zu essen, fällt mir dann ein. Das war schon wieder. Schon paar Stunden her, ne? Das war von Dennis hier. Mama, ich hab Hunger. Mama. So, möchtest du noch mehr geärgert werden von mir oder können wir? Herr Braun? Ja, mach mal. Ja? Mach mal. Hallo. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bathrap aus der Spielerbude. Wie man sieht, kein Dennis, kein Tobi, sondern, möchte ich selbst vorstellen? Malte. Ein feiner Herausforderer. Schön ist, ich glaube, die haben wir schon gesehen, was ganz fein ist. Da werden wir gleich so richtig drauf freuen. Ich kann leider nicht spielen, weil ich zeitlich heute ein bisschen eingebunden bin. Ich muss gleich auch nochmal weg. Aber der Dennis vertritt mich. Dennis verliert. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Ja, nein! Doch! Was? Nein! Natürlich! Verlieren. Immer ich. Ja, lass mich doch. Das spielt ja eigentlich halten und erobern, ne? Oder erobern und halten. Wir haben Mission 1 auf dem Mission 1, du hast den General Handbook, erobern und halten. Erobern und halten, ja. 1500 Punkte spielen die beiden. Ja. Mhm. Dennis mit seinen Seraphon und Malte mit seinen, sagen wir mal, Nörgel. Mit Nörgel, ja. Bündnis aus 4 Armeen. Oh, aber alles Nörgel. Aber ich war gerade schon begeistert, wo ich den Tisch gesehen habe, was da feine steht. Bei den Seraphon? Nee, bei Nörgel. Da habe ich auch schon oft gesagt, die sehen echt super aus. Ja, das danke. Ich sagen. Ja. Respekt wird Respekt verdient, ne? Muss man einfach so sagen. So, bevor ich noch mehr Scheiße habe, kommen wir mal erstmal zu der Armeenverstellung. Ja? Ja. Sicher? Sicher. Hast du nicht noch was vergessen, Carsten? Was denn? Denk nochmal. Erinnere mich doch bitte. Denk nochmal tief drüber nach. Möchtest du das mit am Anfang haben oder am Ende vom Video? Natürlich am Anfang. Wenn ihr auch mal gegen uns spielen wollt. Scheiße, ne? Nee, ist doch gut. Du wusstest, weil jeder da nicht sofort weiß, was du meinst. Ja, natürlich. Der Schwan, der weiß sowas. Ja, klar. Aber weißt du was, Schwänchen? Ja, Schmatzepuffelchen. weil der Schwan singt, ja. Und alle anderen dann schweigen, magst du das nicht einmal vorsingen? Nein. Das wäre so schön. Ich weiß, aber heute ist nicht dein Geburtstag. Das ist allerdings auch richtig. Siehst du, vielleicht wenn du mal Geburtstag hast, kriegst du das. Boah, das ist gerade erst rum. Ja, weiß ich, das ist das schön, dass ich auch sagen. So. Carsten, du kommst aus dem Konzept gerade, komm. Nicht wirklich, ich weiß immer noch, was ich sagen wollte. Ja, aber jetzt lass dich doch nicht ablenken, mach doch mal gerade. Mach ich auch nicht, wenn du nicht weiter reden würdest, dann könnte ich das auch in Ruhe sagen. Achso, liegt an mir, sowas. Wie immer. Wenn ihr auch mal gegen uns spielen wollt. Oh, jetzt zoomt der wieder rein, weiß ich. Maskulin. Ja, weiß ich, geil, ne? Titi. Und er versteht mich. Titi. Ich weiß nämlich nochmal, wo ich das erste Mal herausgefordert habe, da warst du nämlich drunter, fick mich mit Maskulin, hast du nicht dabei dargestellt. Da hast du nämlich geil. Da hast du nämlich gewonnen. Und da kam mir das, ich fand gerade das gepasst. Ja. Ja. So, und jetzt kann ich endlich den Text weiterkommen? Oder möchtest du noch mehr rumzoomen und noch mehr rumspielen? Du wackelst, da ist doch scheiße auf dem Video. Wenn ihr auch mal gegen spielen würdet, fordert mich heraus unter herausforderung@spielebude.com. Habe ich recht? Stimmt. Und Tobi ist leider heute nicht da. Ja, das ist richtig. Aber der macht irgendwo, das irgendwo in der Ecke macht er einen Blink. Ein Bling? Ein Link. Hör, da mach ich dich zu. Ich habe einen Bling verstanden. Ja, du verstehst immer Bling, weil ich letztens gesagt habe, deine Augen machen Bling, Bling und alles ist vergessen, ne? Heute nicht. So, jetzt kommen wir zu der Armeevorstellung. So sieht's aus. Wir nehmen nicht die normalen Regeln für das Gelände. Wir haben ausgewürfelt diesmal. Genau. Das sollte man vorher erwähnen, nicht, dass das nachher heißt, hier, warum. So, Arkan war alles in 3 Zoll, Umkreis, da Bannwürfe und Zauberwürfe kriegen die plus 1. Genau. Inspiring war Bravery plus 1. Mhm. Einmal hier und einmal da. Verdammt war aber, glaube ich, W3. Konntest du dir selbst wegjagen und kriegst dann. Plus 1 auf Treffer. Plus 1 auf. D3 tödliche Wunden. Also D3 tödliche Wunden, kriegst plus 1 auf Trefferwürfe. Mhm. Das haben wir hier auch noch einmal. Und tödlich, wer durchcharge oder durchrennen, kriegt tödliche Wunden. D4
D3. Nee, auf einer 1 wird das Modell komplett. Ach so, war das, genau, so wie bei den Silvernis war, ne? Ja, genau. Ist eine tödliche Verwundung, meine ich. Also ich meine, da darfst du auch nochmal, wenn du was gegen hast, würfeln, wenn du jetzt den normalen Schutzwurf nicht nimmst, sondern... Dann schauen wir doch nochmal. Schauen wir gleich in Ruhe nach. Kommen wir jetzt erstmal zu der Armee hin. Jo. Wir haben nachgeschaut, ist keine tödliche, bei einer 1 steht das Modell sofort, egal wie viele Lebenspunkte. Ja, richtig. Kommen wir zu welcher Armee als erstes? Du bist der Host, du darfst... Wer möchte denn von euch beiden zuerst? Du? Dann lasse ich dem Gast den Vortritt. Okay, komme ich zum Gast. Fangen wir mit dir an? Ja. Okay. Alles klar. So, hier haben wir 20 Seuchenhüter mit einer Ikone, einem Musiker und auch einem Champion. Ja, ganz feins. Haben wir einmal 20 Seuchenmönche, Scaven Pestilence, mit einem Gong des Untergangs, heißt es, glaube ich. Eine Ikone. Dann noch einmal diese Schriftrolle. Ich weiß den Namen gerade nicht. Ah, das kriegen wir noch in Battle Report rein. Ja. Haben wir einmal 10 Blykings. Das ist schon ein monströser Block, ne? 10 Stück, das ist schon. Mit 2 Bannern. In der Mitte vorne ist der Champion mit dem Tentakel. Und 2 Glocken. Ja. Sogar Freehand auf die Banner. Respekt. Ja. Danke. Ah. Dann haben wir einmal 20 Chaos Warriors mit Keyword Nurgle. Wegen Befehlsfähigkeit zum Beispiel. Und auch die haben einen Champion, einen Hornbläser und eine Ikone. Dann haben wir einmal meinen Befehlshaber Org of Steam's View. Und nochmal 5 Blykings, auch mit einer Glocke, einer Ikone und einem Champion. Und bei dir sind jetzt die Linientruppen die Blight Kings, weil... Chaos Warriors und die Plague Bearers. Ah, so. Weil okay. Für Blight Kings müsste ich nur Rockbringer spielen. Das würde aber auch bedeuten, ich dürfte nur Rockbringers Heroes spielen und als einzige Truppe hätte ich auch nur die Blight Kings. Ja, okay. Also müsste ich komplett Blight Kings haben, weil die haben noch nicht mehr Einheiten. Jo, 1500 Punkte Nörgel. Kommen wir zu 1500 Punkte... Echsen, ne Dennis? Mhm. Sicher? Mhm. Sag doch mal hallo. Hallo. Noch auf dem Feld, nur kurz zum Zeigen. 5 Chameleon Skinks. Dann haben wir 20 ganz normale Skinks, alle mit ihrem Blasrohr bewaffnet. Ein Skink Star Priest. Da sind hier 10 Saurus Warrior. Dabei ist hier die Tempelwache, ist der Chefe. Irgendwie habe ich mich verbraucht. Lord Kommandante. Noch eins gegen Star Priest. Dann 3 Kroxigore. Und alle gleichen Waffen oder ist das. Nee, der hier hat so eine extra Waffe. Die machen 4 Attacken und die abhängig von den Modellen, die da sind. Okay. Hier mein General. Das ist der Old Blood auf Kanosaurus. Dann der hier ist ein als Salamander getarnter Razordon. Deswegen hat er schon mal vorzüglich die Farbe gewechselt. Oh. Und wie er eigentlich in jede Seraphon-Armee reingehört, Bastiladon mit Dakar-Maschine oben auf dem Kopf. Artillerie? Nee, der ist hier, wer ist das hier? Koloss. Okay. Nur die Nasen sind mit ihren 12 Zoll Artillerie. Was ist bei dir Linie? Line sind die Sauruskrieger? Genau, die Sauruskrieger und die Skinks. Okay, was ich noch gerade vergessen habe zu filmen. Hier gibt es ein Missionsziel. Stimmt. Und da gibt es ein Missionsziel. Für ab Runde 3, wenn einer beide hält, gibt es einen großen Sieg. Genau. Und sonst wird nach Runde 5 hört automatisch auf. Und wer die meisten Modelle oder Einheiten auf dem Tisch noch stehen hat, hat einen kleinen Sieg, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte. Wenn die meisten Punkte, glaube ich, weggeschossen hast. Man muss auf jeden Fall viel vom Gegner abräumen. Das ist richtig. Das sehen wir ab Runde 5 dann, wie es ausgeht. Ne? Genau. Ja, kommen wir zu Zug 1. Nörgel. Jo.